Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir als vorletzter Redner, dass ich noch drei Gesichtspunkte der bisherigen Debatte etwas vertiefe. Zum Ersten wird immer wieder, Sie haben es eindrücklich unter Beweis gestellt, immer wieder der Eindruck erweckt, die Mietpreisbremse sei das Allheilmittel. Und die Mietpreisbremse sei am Schluss, wenn sie denn funktioniert, das Instrument, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die Wahrheit ist aber ganz einfach. Nein, Sie schaffen bezahlbaren Wohnraum nur in dem Moment, in dem es Ihnen gelingt, neuen Wohnraum zu schaffen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, erkennen die Linken auch an mancher Stelle, nämlich immer dann, wenn sie leider nur selten in Regierungsverantwortung sind und sich eben nicht austoben in einer Klassenkampf- und Umverteilungsopposition wie hier. In Thüringen sagte nämlich die Bauministerin Keller, ihres Zeichens linken Parteimitglied, auf ihrer Homepage im Ministerium 1.3.2016 folgenden Satz: Herr Präsident, ich zitiere, letztlich bringt aber nur der Neubau von Wohnungen die notwendige Entlastung auf angespannten Wohnungsmärkten. Der zweite Gesichtspunkt, meine Damen, meine Herren, ist, wer Menschen schützen will vor unbezahlbaren Mieten, der braucht eine umfassende Strategie, eine umfassende Wohnraumoffensive. Und eine solche Offensive, die besteht aus drei Bausteinen. Baustein Nummer eins ist der Schutz des Mieters davor, dass der Vermieter Wohnungsnot nicht ausnutzt. Der zweite Baustein ist die Förderung sozialen Wohnungsbaus. Und der dritte Baustein sind Anreize und Erleichterungen für den freien Wohnungsbau. Und spätestens Baustein Nummer zwei und Baustein Nummer drei kommt in Ihrem Antrag nicht einmal im Ansatz vor. Jetzt haben wir heute schon viel gehört, wo zumindest im Ansatz mal Vorschläge angetastet wurden, was man machen kann. Vor einigen Wochen haben wir unseren Koalitionsvertrag präsentiert und die Linke hat prompt darauf reagiert. Reaktion der Linken auf den Koalitionsvertrag war, da werden die Probleme in unserem Land liegen gelassen. Ich kann mich darüber eigentlich nur wundern, weil wenn Sie das sagen und das auch im Bereich Wohnungsbau, Wohnungswirtschaft, dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, dann kann das nur daran liegen, dass Sie den Koalitionsvertrag offensichtlich nicht gelesen haben. Und deswegen will ich mir tatsächlich jetzt mal die Zeit nehmen, mal im Telegrammstil nur zu skizzieren, was wir im Koalitionsvertrag für 4 Jahre vereinbart haben. Verlängerung des Bindungszeitraums des qualifizierten Mietspiegels von 2 auf 3 Jahren. Prüfung der Verlängerung des Betrachtungszeitraums, Auskunftspflicht des Vermieters bezüglich der Vormiete, Erleichterung der qualifizierten Rüge, eine einfache Rüge soll genügen, gezieltes Herausmodernisieren als Ordnungswidrigkeit, Modernisierungsumlage auf 8% gedeckelt bei geltender Kappungsgrenze für Mieterhöhungen, Kappungsgrenze maximal 3 € pro Quadratmeter innerhalb von 6 Jahren. Geht aber weiter. 1,5 Millionen Wohnungen und Eigenheime frei finanziert oder öffentlich gefördert. Einsetzen einer Enquete-Kommission für nachhaltige Baulandmobilisierung und Bodenpolitik. Die Möglichkeit einer Grundsteuer C. Verfügbarmachung von bundeseigenen Grundstücken zu vergünstigten Konditionen für soziale Wohnraumförderung. Verbesserung des Bauplanungsrechts. 2020, 2021, also über 2019 hinaus, 2 Milliarden zusätzlich für den sozialen Wohnungsbau. Steuerliche Anreize im frei finanzierten Wohnungsbau, finanzielle Unterstützung von Familien in Form des Baukindergelds, Anpassung des Wohngeldes an allgemeine und individuelle Lebensbedingungen. Das ist, meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein voller Instrumentenkasten, mit dem wir tatsächlich eine Wohnraumoffensive starten können. Und das in einer Zeit, Herr Präsident, ich komme zum Ende, wo Sie mit einer rostigen Kneifzange durch die Gegend laufen und meinen, Sie schrauben an der Mietpreisbremse rum. Und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, ich bin ja wirklich erschrocken, Sie schauen ja tatsächlich auf einen leeren Instrumentenkasten. Ich habe jetzt alles getan, damit das am Sonntag klappt. Ich würde mich freuen, wenn wir den Koalitionsvertrag umsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Herr Kollege Hoffmann, ich will darauf hinweisen, ich musste Ihre Redezeit etwas verkürzen, weil der Vorredner aus Ihrer Fraktion seine Redezeit, darauf bin ich gerade hingewiesen worden, über 1 Minute überzogen hatte. Also klären Sie das interfraktionell.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, als letzter Redner in dieser Debatte der Kollege Michael Groß von der SPD.